Folge von diesem heftigen Abflug. Ja, Erden wird neutralisiert und Stopptank. Die Zeit wird gestoppt. Und, aber gestatten Sie momentan erstmal die Gage. Wir warten erstmal hoffentlich in Kürze auf die Entwarnung, dass für genau Touristenumständen entsprechend wohl auf ist. Ja. Somit also, hier vorne auf der Tausendbiergrab ist natürlich das Sammeln des gesamten Teilnehmerfeldes. Während sich die Augen natürlich fast ein bisschen aufbereiten, der ganze Arena. Und hier sehen wir es jetzt nochmal. Es kommt also Roland raus. Ah, das ist. Schau mal, es war wohl Rolf wieder eigentlich ein bisschen ausgerutscht, der ein bisschen das Fahrzeug instabilisiert bekommen hat. Die Aufgestreckten machen hat einen Spann gehabt. Entschuldigung, wenn ich jetzt mal ein bisschen bis der Ausdruck weiter neben der Spur liege. Aber meine Herren, was für ein Dusel für die Beteiligten. Und es war ein Einschlag, das wir jetzt gesehen haben. Wir sehen übrigens nochmal die Live-Blendung. So, jetzt kommt eine Schwierigkeit, der versucht Color auszugleichen. Rolf in einem Kopf über die Köpfenschwierigkeiten, der Schubonor versucht zu retten, was zu retten ist. Und dann kommt dieser Abflug, dieser Dreher, und dann ging es da in die Reifenstapel hinein. Die beiden Streckenposten auf der Flucht, und diese Betonmauer, die da steht, hat sich mal mindestens um einen Meter verschoben. Also, mit Reifenstapel davor, das hatte noch dazu. Also, ich weiß nicht, wie es dem ist, ich habe gerade Gänsehaut. Ob der Situation, die wir da gerade noch mal gesehen haben, auch Herr Christopher Mies, wie wir gerade sehen, er sieht diesen Unfall live im Bild und schlägt sich die Hände vor sich und sagt, und ist denn, was ist da nicht passiert? Schwer schockiert, aber wie gesagt, wir können wohl vorsichtige. Wenn das ist wie bei der Xbox. Naja, Teilentwarnung will ich jetzt. Kurz auf die Ecke, wie er gestört hat. Jules Gounod sicherlich mächtig wehgetan haben, ohne Wenn und Aber. Da baut man jetzt natürlich auch das Dach so ein kleines bisschen auf. Das heißt, man wird also versuchen, das war das, was ich vorhin gesagt habe, der Rücken wird jetzt erstmal untersucht werden müssen. Das ist ganz klar. Das heißt also, man wird das Auto, wird ihn dann mit dem Sitz voraussichtlich aus dem Auto rausholen, um dann ihn entsprechend ins Fahrzeug zu verfrachten, in den Krankenwagen, um dann ihn zu untersuchen. Da haben wir jetzt auch schon die Trage natürlich dabei. Das ist eine ganz klare Sache. Das muss jetzt auch sein, also anders geht es gar nicht. Denn da Folgeschäden davon zu tragen, das wäre fatal. Und das sind jetzt genau die Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen werden. Nicht umsonst hat man ja auch an diesem Sicherheitskonzept der Fahrzeuge über die ganzen Jahre immer weiterentwickelt, hat es immer weiter forciert und ist mittlerweile auf einem extrem hohen Level dieser Art angekommen. Auch dafür gibt es natürlich das entsprechende Buch, das Handbuch, wie man das vorzugehen hat. Und entsprechend natürlich werden wir das jetzt nochmal sehen, ja, es war Rolf Hinrich, in dem auf, sag mal, den überhaupt keine Schuld trifft, das Schild, oder? Nein, auch nicht will. Aber er hatte selber das Problem über den Körper und man wollte schon genau ausweichen und dann gab es gleich eine ganz, ganz kleine Berührung noch, bevor er dort abgebogen ist. Und dann sieht man mal, wie die Jungs am Limit unterwegs sind. Einmal überfahren, dann gibt es absolut kein Halten mehr. Tja, und das fatale Ende dieser Geschichte haben wir gesehen. Und die Glocken hat auch gefasst. Ja, drücken weiter die Daumen, dass da auch ein Offizier von Audi steht mittlerweile und sagt, Mensch, hoffentlich ist da nicht mehr passiert. Und im Moment sind wir alle voller Hoffnung, dass es eben nach Möglichkeiten wenig ist, was Jules Gounod dort in Wassensäuse im Körper gefahren ist. Aber viele, viele Helfer sind da und man weiß auch eines, er ist definitiv in den allerbesten Händen, ist dort an der Unfallstelle. Davon kann man ausgehen. Die DMS-Rettungsstaffel dort natürlich vorzüglich ausgebildet und alle wissen, was zu tun ist. Da sind die jetzt also dabei, das Auto mehr oder weniger ein bisschen auseinanderzunehmen, ganz klar. Man muss halt jetzt mit allen Möglichkeiten arbeiten, um ihn da gefahrlos und sicher aus dem Auto rauszuholen, ohne größere Schmerzen. Und das Feld hat sich halt natürlich hier auf der scharfen Zielgeraden erst einmal eingefunden nach der Red Flag, ganz klar, Safety Car kam jetzt zuerst raus und dann hat von Dussmeier dann als Safety Car Fahrer das Fahrzeug hier vorne auf dem Fahrzeug, also nach der roten Flagge halt abgestellt. Und das gesamte Teilnehmerfeld in der Konstellation zu dem Zeitpunkt, als das Safety Car rausgefahren ist, das ist hier gezogen. Und die Fahrzeuge stehen halt hier auf der Schaffungsplatte und warten jetzt natürlich auf die weiteren Vorgehensweisen. Im Moment läuft die Uhr zwar wieder zurück, wir hatten aber, wie gesagt, vorhin mal kurzzeitig die Meldung Red Flag und Stop-Time. Und dieses Stop-Time ist aufgehoben worden. Deswegen läuft die Uhr also wieder zurück oder läuft weiter. Ich denke mal, da wird es dann wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass eine Restrenndauer gleich dann zum Tragen kommt. Schade, es war ein großartiges Rennen bis dato, ein absolut großartiges Rennen. Mit allem, was dazugehört, mit allem Freund, mit allem Leid.
und auch Wolfgang Land. Und das sind die großen Familien, auch innerhalb des Wettbewerbes oder eines Wettbewerbes. Motor Sportler gehören und halten zusammen. Und Wolfgang Land ist hier bei Daniel Ciccone und spendet ihm dann, sage ich mal, auch noch ein paar Worte mit dazu, die auch ehrlich gemeint sind. Das muss man auch ganz klar sagen. Das sind jetzt nicht irgendwelche Farben, die da weiter vermittelt werden, sondern das ist wirklich der Ausgang, den man in dieser Form mal überhaupt nicht will, und den will keiner. Egal, ob er dann in die Meisterschaft wieder mit dem Geschehen ist oder nicht, es spielt überhaupt keine Rolle. Eine solche Situation, auch Ernst Wörth ist da mittendrin, eine solche Situation will keiner als Entscheidung eines Rennens haben. Zumal ein Wolfgang Lanz, der über Johnny Ciccone gestanden ist, immer einer ist, der sagt, was er denkt, und definitiv weiß, dass er jetzt natürlich auch was im gesamten Team rund um Callaway Competition in den Köpfen vorgeht, aber letztendlich, glaube ich, geht das momentan in allen Köpfen vor, weil keine Rennserie der Welt braucht, die sich über ein ganzes Jahr lang, über 10 Jahre hinweg in einer derartig professionellen und letztendlich dann vielleicht auch immer wieder mal familiären Art und Weise in den Teamzelten präsentiert hat, so ein Finale mit einem solchen Ausgang und entsprechend natürlich hinten dann zusammen und da rückt auch eine Meisterschaft, aber sowas von in den Hintergrund, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und auch alle Piloten versuchen es natürlich auf der einen Seite konzentriert zu bleiben, wenn es irgendwie geht. Denn eins ist auch klar, das Rennen wird in aller Voraussicht nach wieder neu gestartet und dann geht es wieder um diese Meisterschaft. Aber es wäre natürlich wunderschön, wenn man vorher allen mitteilen könnte, also er ist auf dem Weg ins Medical Center. Aber wir gehen davon aus, dass er zumindest nicht größere Schäden davon getragen hat. Die Rede ist natürlich ist hier von Michel Gounod. Nehmen wir für den Moment dann trotz alledem der Kulissenpflicht wegen, auch wenn es ganz, ganz schwer fällt, jetzt der Brücke da in diese Richtung mitzuschlagen, trotzdem den momentanen Stand der Dinge in Sachen der Platzierungen und der möglichen Meisterschaftskonstellation mal ein ganz kleines bisschen ins Auge und halten natürlich das zweite Auge ganz klar auf dem Monitor, beziehungsweise dann auch auf etwaige Informationen, die wir vielleicht dann auch irgendwo bekommen. David Jahn hat im Küstenteam 75 damals Porsche seine Durchfahrtsstrafe angetreten, hat sich dadurch, dass die Safety-Car-Phase begonnen hat, an der dritten Position halten können. Da ist er also momentan ansässig hinter einem Rolf Ehrlichen, hinter einem Robert Ringauer auf den Plätzen 2 und 1. Und ein Conor de Philippi hat den Motorplatz bei Landesmotor von Audi zumindest mal wieder in der zehnten Position, also in den Punkten. Und wir hatten ja anfangs gesagt, auf das sei hier nochmal angeführt, dass definitiv David Jahn und der Küss, die 75 Porsche, der zusammen mit Clemester pilotiert, einen Sieg unbedingt benötigt, um wieder eine Meisterschaftschance zu wahren. Das wäre momentan nicht der Fall. Somit würde jetzt dieser 10. Platz im Unterplatz bei Landmotorsport Audi R8 genügen.